In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt das sogenannte Schneiden von Listen vorstellen. Schneiden von Listen bedeutet, dass ich verschiedene Teile von der Liste raushole und in einer eigenen Liste speichere. Und das ist tatsächlich eine der meist benutzten Eigenschaften von Listen in Python. Und es ist wirklich sehr, sehr reich an Möglichkeiten, was man da machen kann. Deswegen zeige ich Ihnen das auch. So, was kann man jetzt damit machen? Was ist überhaupt Schneiden? Ich kann einfach beginnen. Nehmen wir doch mal erstmal eine Liste und die definieren wir 0, 1, 2, nehmen wir doch die Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, was ist das? 13 plus 21 sind 43 und dann kommt 55. So. Wenn ich jetzt natürlich die komplette Liste ausdrucke, ist nicht besonders interessant. Er wiederholt sie einfach genau, was ich definiert habe. Jetzt geht es halt darum, wie kann man jetzt verschiedene Teile dieser Liste, und zwar nicht nur Subteile im Sinne von das erste Teil oder das letzte Teil oder irgendwas in der Mitte rausholen, sondern beliebige Elemente dort rauszuholen. Die einfachste Variante ist zu sagen, print a list, das machen wir jetzt direkt hier, und zwar alles von dem Anfang bis Ende. Interessant, was würde jetzt passieren? Genau das Gleiche, aber man sieht jetzt einen kleinen Unterschied. Er hat alles ausgedruckt außer den letzten Elementen. Das heißt, wenn ich dieses Slicing, das, so nennt man das eigentlich in Python, Slicing oder eben Schneiden, dann holt er alle Elemente, aber bis auf den letzten. Also bis auf den letzten, bis auf den da, den man angegeben hat. Versuchen wir es andersrum. Ich sage von 0 bis 4. Das bedeutet, er holt 0, 1, 2 und 3 raus. Also die Elemente an den Indizes 0, 1, 2 und 3. Die 4 wird nie dazugenommen. Das heißt, damit wir es hier nicht vergessen, der Bereich ist 0 bis 4 und zwar offener Bereich, also so wie man es mathematisch definiert normalerweise. Was würde jetzt, ich kann allerdings es auch ein bisschen anders machen, indem ich diese Liste zwar von wieder 0 bis 4 nehme, oder nehmen wir mal von 0 bis 7, allerdings in Schritten von 2. Das würde bedeuten, dass ich, weil ich ja bei einem geraden Index beginne, das ist die 0, dass er mir nur die geraden Indexes rausholt. Wenn ich alle haben möchte, muss ich hier einfach eine minus 1 schreiben. Das hier gibt mir jetzt tatsächlich genau die, die an den geraden Indexes waren. Das ist die 1, 2, 5, 13, 34. Damit das besser sichtbar ist, werden wir uns jetzt die Originalliste auch ausdrucken. Und ein bisschen, ja, das reicht. So. Jetzt seht man es. Das war meine Originalliste. Und ich habe genau die Elemente rausgeholt, die an einem geraden Index sitzen. Ich kann auch die ungeraden rausholen, indem ich einfach bei 1 beginne. Dann holt er mir eben die, die an einem ungeraden Index sitzen. Und zwar das ist hier die 1, dann die 3, dann die 8, dann die 21 und die 55 hat er eben verpatzt, weil er das nicht mit reinnimmt. So, was kann man noch machen? Man kann die Liste auch ohne diese Angabe, also man kann sich manche der Eingaben sozusagen aufsparen. Wenn man es so meinte, dass man bei 0 sowieso beginnt, dann kann man das überspringen und direkt den Doppelpunkt nehmen und sagen bis zum Ende bitte. Oder halt bis fast bis zum Ende. So. Und man kann genau das Gleiche auf der anderen Seite bewirken. Man kann sie, sagen wir mal, bei 3 anfangen und danach sagen bis zum Ende. So funktioniert es übrigens auch, dass man diese 55 mit reinnehmen kann.
bis zum Ende bedeutet inkludieren. Und wenn ich bis minus 1 mache, dann meint er, dass der letzte Element wird dann rausgehalten. Und jetzt kommt auch dieses Beispiel, was wir vom Kopieren von den Listen noch kennen, vom letzten Video. Da haben wir gesagt, damit hier holt man eigentlich alle Elemente raus. Und so, jetzt kann man es auch gut verstehen, denn hier vor dem Semikolon hat man es ausgelassen. Das bedeutet per Default, also per Definition ist das vom ersten Elementen. Hier hat man es auch ausgelassen, das heißt bis zum letzten Elementen. Wenn ich das jetzt rausdrucke, dann merke ich, okay, das ist genau meine Liste. Es gibt noch eine Variante, wie man rückwärts laufen kann. Das sieht ein bisschen lustiger aus. Und zwar, ich zeige es Ihnen erstmal, das geht so. Was ist jetzt das? Das hat meine Liste umgedreht. Jetzt müssen wir es erstmal entziffern, was diese total kryptische Sache hier bedeutet. Also vergleichen wir es erstmal mit dem hier. Hier haben wir gesagt, wir fangen bei einem Index an, den wir definieren, bis zu einem bestimmten Index in Schritten von 2. So. Hier haben wir den Anfang ausgelassen, das Ende haben wir ausgelassen und nur den Schritt angegeben. Und der Schritt ist minus 1. Wenn minus 1 da ist, Python ist schlau genug zu verstehen, aha, ich kann ja nicht vom ersten Elementen nach links gehen. Das heißt, ich werde ja außerhalb der Liste landen. Er meint, also der Programmierer meint, dass ich das Ganze umdrehen soll und danach rückwärts gehen kann. Mit der minus 1 hole ich letztendlich genau meine Liste, aber in umgekehrter Reihenfolge raus. Ich kann allerdings auch minus 2 hier raus machen. Dann würde er auch wieder in der Rückwärtsreihenfolge gehen, diesmal aber jeden zweiten Elementen rausholen. Man kann natürlich auch 3 hier benutzen und dann wird er jeden dritten Elementen rausholen. Und so weiter und so fort. Dieses Slicing ist wirklich einerseits etwas sehr, sehr Sinnvolles und Nützliches in Python. Andererseits ist es auch ein bisschen gehirnverknotend. Für Leute, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, ist es relativ kompliziert, das zu durchforsten. Meine Strategie ist, dass, wenn ich mal vergessen habe, wie das genau aufgebaut ist, einfach mal zu versuchen und die Listen auszudrucken, um zu sehen, ob man genau das bekommen hat, was man haben wollte. Man kann es auch hier sehr bequem mit dem Variable Explorer machen, damit man es nicht immer drucken muss. Aber man sollte sich immer vergewissern, dass das, was man gemeint hat, denn es ist eben nicht ganz so trivial, genau das passiert ist und sich nicht wundern, wenn irgendetwas ganz Komisches passiert, wobei man es einfach verwechselt hat, an welcher Stelle war jetzt hier der Start, an welcher Stelle war der Stopp und an welcher Stelle war der Schritt, die Schrittlänge sozusagen. Dankeschön.